1000%. So, vier. Was nicht eben noch drei? Kann das sein? Hallo Spydark, herzlich willkommen. Danke für den Raid. Hallo. Na, wie geht's? Und Spydark, danke schön für den Euro. Danke sehr. Habe ich gesehen. Ganz außerhalb des Ströms hast du mir was zukommen lassen. Danke, danke. Hat er gedacht, ich merke das nicht. Wie hast du denn das gemacht? Wie hast du denn das aus Versehen gemacht? Hä? Jetzt willst du 2 € zurück oder was? Ja. Das will ich jetzt hören. Wie hast du denn aus Versehen, wie hast du denn im Internet aus Versehen Geld ausgegeben? Wie funktioniert das denn? Anekdote dazu, das war mal so, aber dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so sein, oder? Okay, naja, ich habe mal ein Geschäftskonto eingerichtet. Ja, das ist im Grunde die ganze Geschichte, ein Businesskonto bei PayPal aufmachen, aber können wir auch noch mal gucken. Ich müsste selber noch mal gucken, wo man da genau klicken musste. Aber ja, können wir mal drüber reden. Das habe ich tatsächlich am Anfang nicht bedacht und habe dann was gespendet gekriegt. Und es war jetzt nicht so schlimm, aber da ist mir aufgefallen, dass da der Klarname ansonsten stand. Und wenn man das so macht, dann steht nur der Firmenname da. Ich hoffe, das ist auch alles so in Ordnung, wie ich das gemacht habe. Auch so von der Legalität her, aber ich wüsste nicht, warum man das nicht machen kann, so als Privatperson. Naja. Aber man muss ein bisschen gucken, weil die Businesskonten, die haben dann noch höhere Gebühren irgendwie für alles. Aber naja, ja, das ist dann halt der Preis, ne? So ist das. Und am Anfang, wenn man so das erste Geld da reinkriegt, da muss man auch irgendwie so und so lang warten. Dann warten die irgendwie, ob da nicht ob derjenige, der das Geld da hingeschickt hat, nicht irgendwie das Geld zurückverlangt oder so. Man muss sich halt erstmal so ein bisschen etablieren damit. Und dann funktioniert das. Naja, alles so ein bisschen für die Sicherheit. Ja, tatsächlich, ich habe da einen Namen gesehen. Ich wusste auch erstmal gar nicht, wer da was gespendet hat. Aber hinterher dann hier in dem Activity-Feed habe ich halt gesehen, dass da jemand einen Euro gespendet hat. Ja. Es war wahrscheinlich von einem privaten PayPal-Konto aus, nehme ich an, oder? Aha, die Schalter und die Feuerlöscher werden braun statt rot. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Oder deutet das auf einen Hirnschaden hin? Das kann natürlich auch sein. Moment, das ist wirklich dieser eine Raum, den wir ja schon mal hatten. Ja, auf jeden Fall. Den kenne ich doch. Na gut, wir sind ja auch wieder aufgewacht da. Ja. Interessant. Also rollen kann ich Gegenstände eher nicht, ne? Nee. Irgendwie nicht. Ach du Heilige, wo sind wir denn This is hier? an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Das ist der Aufnahmeraum, das erkenne ich direkt. Ja, wir werden das wieder hinkriegen. Kein Problem. Natürlich, natürlich. Ich erwarte aus irgendeinem Grund, dass wir irgendwann diese Lampen da abzuppeln können. Was ist das da oben? Was ist das? Interessant. So, ah ja, hier ein Würfelchen mit. Sind das Äpfel? Ich glaube, es sind Äpfel. Können wir hier Pipi machen? Nee, was ist das? Curators only.
in einem Museum, Kuratoren oder was. Perception is reality. Your friendly doctor, P.S. We'll get through this. Get through this. Bläh, oh, hui. Ist ja furchtbar. Furchtbar. Was haben wir hier? Bedradingsschema. Schaltschema. Dr. K. Mhm. Wiring Diagram. Schema Elektrik. Ja. Sehr international. Cool. Ja, das sagt ihr mir jetzt. Das werden wir sehen. Das sind sehr merkwürdige Äpfel. Wahrscheinlich sind es keine Äpfel. Private? Ja gut, dann machen wir das natürlich nicht. Ah. Mhm. Muss ich gegebenenfalls den... Oh, da haben wir noch einen Würfel. Den Würfel mitnehmen, wollte ich sagen. Huch. Ups. Wir haben ihn halbiert. Ja, irgendwas. Ja. Außen, hui. Es ist alles irgendwie... Das sind sehr merkwürdige Kulissen hier. Ja. So, noch ein bisschen größer. So, zack. Wow. So. Ja. Gut, passt. Stimmt, hätte ich schon an ganz vielen Orten irgendwo abbiegen können, oder? In irgendwelche anderen Richtungen. Hätte ich mir das Schema eventuell noch näher angucken sollen. Vielleicht. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Huch. Ups. Ups. Moment. Das haben wir gleich. Es tut mir sehr leid. Was ist denn hier geschehen? Ich frage mich, ob ich da zurückkommen würde. Professional tip. The average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Erschreck mich doch nicht so. Random Soda, ja. Funktioniert aber nur einmal, oder? Baking Soda ist auch sehr schön. Moment, das will ich nochmal probieren. Huch. Ich glaube, die ist jetzt woanders rausgeplumpst. Oh. Die sind ein bisschen schief. Die sind ein bisschen geschmolzen. La, 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 la. Warum erinnern die mich gerade an Feta-Würfel? Tom hat mich gestern geil gemacht auf Feta-Würfel. Ob es jetzt Würfel sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich muss mir morgen ja sowas von einem Salat, einen geilen Salat bauen. Ich habe voll Bock drauf. Ist natürlich blöd, wenn man da geil gemacht wird irgendwie am Samstagabend oder Samstag, Sonntagnacht. Dann ist am nächsten Tag schlecht mit Sachen kaufen. Was sind das für Dinger? Wahrscheinlich so Blinke-Blinke-Dinger für Feueralarm, ne? Huch! Ja, sind sie jetzt vorhanden oder nicht? Ich glaube eher nicht. Employees. Muss ich einmal so gegen die Decke werfen, dann habe ich einen größeren Salat. Das werde ich probieren. Danke für den Tipp. Ach, super. Habe ich noch nie probiert. Ja, nix. Ah, jetzt alle. Warum diese Schalter? Vor allem, es sollte einem eigentlich Sorgen machen, dass die nichts tun, oder? Sollte da nicht irgendwas passieren? So Feueralarm oder sowas? Das ist ein Sicherheitsrisiko. Huch! Ach.
Interessant. Hä? Okay, warte mal. Dann machen wir so. Das ist ja lustig. Das wird man doch. Das kann man doch bestimmt abzuppeln. Sieht ja sehr verdächtig aus. La la la. Reicht das? Für unsere Zwecke? Kann ich das auch bewegen, während ich draufstehe? Ist auch noch so eine Frage, die ich hätte. Ja, an sich schon. Aber irgendwie so das Gefühl, ist nicht so gedacht. Nee. Nun gut. Wow. Moment, nochmal. Wow. Jawohl. Sehr gut. Was haben die mit den Paletten? Note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Es macht mir ein bisschen Sorgen, was die mir erzählen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Oh. Na gut, eben so. Ja, so ähnlich. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die stabilste Konstruktion, aber sie funktioniert. Cool. Oh Mann, haben wir eine Unordnung gemacht. Das tut mir sehr leid. So, ja, zack. So kann man die besser unter den Teppich kehren. Ah. Ah, schon süß. Hoch? Oh. Voxel. Lalala. Lalala. Hört ihr eigentlich was von der schönen Musik? Oh, glaube ich, hol mir noch einen. Die sehr passend für so ein Schlaflabor. Gut. Private, natürlich, natürlich. Wenn ich mit der Kamera oben hoch. Der Kamera oben bleib. Okay. Na, bisher hat es ja funktioniert. Mal gucken. Mhm. Lass mich raten, hier kommen wir wieder nach Hause, oder? Also, nach Hause, naja, zurück. Wobei, vielleicht auch noch nicht. Nicht wirklich. Aha. Okay. Können wir aber nichts machen. Aha. You are here. Ja, Käsestück haben wir ja schon gefunden. Mhm. Expectations, dream layers of the mind. Da geht noch was. Da geht noch was. People only dream of ordinary objects. Boring. Wir brauchen die guten Objekte. Wir brauchen die besseren, die besten Objekte. Casino. Ach, jetzt geht's ins Casino. Mhm. Progress Bars sind die besten. Ach. So viel dazu. 5 Uhr. Lalalalala. So, welche Farbe werden die Objekte jetzt haben? Immer noch braun. Wahrscheinlich waren sie auch das schon immer einfach. Wahrscheinlich ja. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce.
And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Ich dachte, da kommt jetzt eine Antwort oder so. Nee, eher nicht. Wir werden einfach mit diesen Gedanken zurückgelassen. Ja klar, kannst du machen. Spyduck. Lalalala. Ich. Naja. Lalalala. Aber ich verstehe das nicht mit der Cam oben. Warum? Weil, ich meine, sobald das Objekt platziert ist, ist es doch so, wie es ist, oder? Sollte es jedenfalls. Wie soll es sich dann noch verändern? Ich mach das bestimmt. Hallo? Also doch ein Horror-Game. Ist da was? Da ist was. Aber es ist nur... Was ist das denn? Soll das eine Reflexion sein, eventuell? Das Spiel hat auf jeden Fall die besten Reflexionen. Ja. Diese Lampen da, die sind extra dafür da, um zu blinken, wenn man hier reinkommt. Ja. Extra dafür da, um uns Angst zu machen. Das ist alles Teil der Therapie. Wo zum Henker sind wir denn jetzt schon wieder? Das sind doch bestimmt auch wieder so Flaschen, die Bumm machen. Also, da kommen wir durch. Ist hier noch irgendwas? Okay. Ich meine, Albträume hat man halt auch manchmal, ne? Von daher. Alles gut. Ganz normal. Oh. Murder. Beans. Murder. Beans. Ja, so sieht meine Woche auch immer aus. Nee. Glaube nicht. Weiß ich nicht. Hallo? Ich muss unsere Schedule ändern. Ist nix. Da irgendwas anfummeln. Das sieht sehr merkwürdig aus da oben irgendwie. Wir durch? Nee, das funktioniert nicht. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas übersehe wegen den Blendern. Nee, ist einfach nur schwarz. Schwarz. Ja. Gut, was ist das denn hier eigentlich? Ist das ein Teppich oder? Es ist sehr schwarz auf jeden Fall. Was sehe ich denn? Ähm.
Ich mach das schon, ja. Am Arsch. Ich will dieses Schild hier mitnehmen. Ich will es abhängen. Ich weiß nicht, kann ich irgendwie ins... Oh! Oh! So. Ja, es ist schwarz, ne? Ziemlich. Hier nicht. Okay. Gehen wir doch mal zum Exit. Geht es denn auch in die andere Richtung? Nur mal so Interesse halber. Geht's. Lustig. Okay, da wäre wahrscheinlich der andere Durchgang gewesen. Folgen wir einfach den Ketchup-Spuren. Okay. Gibt es hier eine Alternative eventuell? Stimmt. Ach, schön. Na gut, dann hui. Oh. Ach so. Hier ist... Ich wollte eigentlich runterjumpen, aber hier ist ja was. Ach so. Ah, sehr gut. Was wäre die Alternative gewesen? Die. Eben. Doktor, erklären Sie sich. Ist Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Ja, das freut mich ja. Das ist irgendwie alles nicht so richtig befriedigend, was uns erzählt wird. Es wirft mehr Fragen auf, als es Antworten bietet. Hey. Lalalala. Ich warte noch auf die Aufklärung von den roten Pfützen hier. Die Türen sind die schlimmsten. Kann ich da hin? Ja, das geht. Oh Gott. So rumgehen? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich gehe mal vorwärts. Ich habe nur halt keine Ahnung, ob ich mich noch bewege. Ach, da ist eine Treppe. Ja, sehr gut. Ja. So ein bisschen wie im Flugzeug. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. No. Inception aktiviert. Und jetzt? Und jetzt? Kann ich... Es leuchtet. Ach so. Können wir es mitnehmen? Ja, es geht. Aber nicht sehr weit. Okay. Gucken wir da nochmal. Also, ich ein bisschen handlicher machen? So. Ja, so handlich auch wieder nicht. Moment.
Moment. Eine Sekunde. So. Ja, machen wir es so. Also. Kommen wir aber nicht durch, glaube ich. Die Bretter kaputt machen damit? Nee. Ist doch bestimmt irgendwo ein Gang oder so. Aber andererseits, den man sonst nicht sieht, wollte ich sagen, aber... Ach so. Ja. Wäre es hier eigentlich wirklich dunkel, wenn man Schild jetzt nicht hätte? Ja. Stockfinster. Gut. Gut, dass wir unser Schild haben. Ich nenne es Schildi. Da lang, ja. So. Moment. Es gibt leichte Komplikationen. Jawohl. Gut. Ich das Schild verliere, ne? Was machen wir dann? Ich lasse es nicht los. Es ist nicht los. Kommen wir aber, glaube ich, durch. Ja. Gut. Mit Emergency Generator. Das klingt gut. Ja. Der ist schlecht jetzt. Wenn ich das hier eventuell abstellen, um uns ein bisschen Licht zu spendieren. Ja. Oder kann ich das da irgendwie durchstopfen? Irgendwo? Irgendwo? Nee. Glaub nicht. Ich kann auch einfach mal so probieren, da lang zu gehen. Aber ich hab da so ein bisschen... Ach so, hier ist einfach nichts. Dann müssen wir hier wahrscheinlich irgendwie entlang. Viel besser. Funktioniert. Irgendwo lang. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Gut. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wer hat das Messer? Das ist jetzt die Frage, die ich zumindest hätte. Wo ist es hin? Und warum Idea? Und warum konnte ich die Taschenlampe nicht mitnehmen? Gut. Hallo Kabifu. Moinsen. Ja, cool. Ja, was zu essen haben will. Jetzt krieg ich Hunger. Aber hallo. Und die Bienen sind auch da. Dann haben wir wohl Sonntag. Irgendwas machen. Ist auch auffällig, dass die Fenster offen sind. Ja. Und was ist das hier? Kommen wir da hoch? Einfach nur wieder Kulisse. Warte mal. Ich mich hier noch ein bisschen umgucken, jetzt wo wir hier Licht haben. Einfach Küche und so. Cool. Zurückkommen wir aber eh nicht, ne? Nee. Na, Kabi, alles gut? Na, dann eben weiter. Aber ich glaube, jetzt wird es wieder freundlicher. Das ist sehr gut. Lalala. Oh, das kennen wir ja schon. Ja, gut, freundlicher ist relativ, aber eben relativ. Biggest question, which is the real one? Need to sleep.
Cloning? Too many. How many really? Self-doubt. Worthlessness. Enjoy avocados.